Fanatec hat alle Infos zu den Black Friday Deals 2020 bekannt gegeben und wir schauen uns diese gemeinsam an. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zuerst die allgemeinen Fakten zum Fanatec Black Friday Deal 2020. Fanatec gewährt auf einige Produkte einen Preisnachlass von 20%. Diese Produkte sind mit einem Counter versehen und werden in begrenzten Mengen verfügbar sein. Kaufen kann man diese Produkte direkt über den Fanatec Webshop ab Freitag, den 27.11.2020. Und die Aktionen werden im Laufe des Vormittags online gehen und verfügbar sein, bis eben diese Stückzahlen mit dem Counter abgelaufen sind. Neue Produkte oder Special Editions wie bei den letztjährigen Black Friday Sales wird es diesmal nicht geben. Aber ich kann euch soweit verraten, dass es im Dezember bzw. Jänner 3 komplett neue Produkte von Elite bis Podium Serie geben wird. Die werden eben speziell sein und sollen ausgekoppelt von einem Black Friday präsentiert werden. Ob Ron Reviewed diese Produkte zum Vorstellen bekommt, weiß ich bis dato noch nicht. Wenn ja, dann bekommt ihr dazu klarerweise wieder sehr ausführliche Reviews von mir geboten. Doch nun kann's losgehen zu den Deals. Deal Nummer 1, das ist die CSL Elite Plus Wheelbase und das ist eine Standalone Wheelbase, die mit PS4 oder PS5 und dem PC kompatibel ist. Diese kostet üblicherweise knapp 400 Euro und wird um 20% vergünstigt. Das sind dann eben 320 Euro. Weltweit sind 2000 Einheiten zum Aktionspreis verfügbar. Und wollt ihr die Base auch Xbox kompatibel machen, dann benötigt ihr dazu ein Xbox-zertifiziertes Lenkrad oder den Xbox-zertifizierten Hub. In meinem Kanal habe ich die CSL Elite bereits öfters reviewed. Das letzte große Review zu dieser Wheelbase, das war ein Testvergleich, wo ich die CSL Elite, die CSW V2 und die Podium DD1 Wheelbase miteinander verglichen habe. Diesen Vergleich habt ihr bis dato knapp 30.000 Mal geklickt und holt diesen bei Bedarf nach. Deal Nummer 2, das ist das CSL Elite Racing Wheel, ein Bundle. Das ist dieselbe Wheelbase wie in Punkt 1 erwähnt und kommt gebundelt mit einem CSL Elite Lenkrad zu euch. In Sachen Kompatibilität wie in Punkt 1 erwähnt und der Preis für dieses Bundle ist von ca. 500 Euro auf 400 Euro reduziert. Eine Stückzahl von 3500 Einheiten wird weltweit verfügbar sein. Und dieses Bundle habe ich vor langer Zeit für euch bereits reviewed. Klickt bei meinen Videos einige Zeit zurück, aber Vorsicht, das war eins meiner ersten Reviews hier bei YouTube und die Qualität war da noch sehr ausbaufähig. Deal Nummer 3, das ist das CSL Elite F1 Set. Das ist wiederum dieselbe Wheelbase wie in Punkt 1 und 2 erwähnt. Und im Bundle dazu gibt es das Clubsport Formula eSports Lenkrad. Und dazu werden CSL Elite Pedale in der Zweiweg-Version, also ohne die Load Cell, beigepackt. Das eSports Lenkrad habe ich erst kürzlich für euch reviewed und mit dem V2 Lenkrad verglichen. Weiters habe ich eine Möglichkeit vorgestellt, wie man auf diesem Lenkrad das Magnetic Pedal Module modden kann. Holt diese Videos bei Bedarf nach. Und der reguläre Preis für dieses komplette Set beträgt üblicherweise 700 Euro und beim Black Friday Deal werden 2000 Einheiten um knapp 560 Euro angeboten. Deal Nummer 4, das ist die Clubsport Wheelbase V2.5. Das ist die über CSL Elite positionierte Wheelbase, die ungefähr 20% mehr Power bringt und eine höherwertige Gehäusekonstruktion aufweist. Diese Wheelbase habe ich in dem oben erwähnten Dreiervergleich ausführlich für euch reviewed und ihr findet auch ältere Reviews zum Thema Clubsport V2 Wheelbase in meinem Kanal. Diese Wheelbase ist für den PC kompatibel und für die Xbox nur dann, wenn ihr eben ein Xbox-zertifiziertes Lenkrad oder den Xbox-zertifizierten Hub darauf verwendet. PlayStation-kompatibel ist diese Wheelbase nicht. Der Preis wird von knapp 550 Euro auf 440 Euro gesenkt. Und es werden davon 2500 Einheiten weltweit verfügbar sein. Deal Nummer 5, das ist der Clubsport Universal Hub for Xbox One. Auch diesen habe ich bereits in meinem Kanal sehr ausführlich für euch reviewed. Den Link hänge ich oben in der Infobox mit rein. Und mit diesem Produkt könnt ihr beispielsweise mit der eben erwähnten CSW V2.5 Wheelbase dann auf einer Xbox unterwegs sein. Am PC gibt es sowieso keine Einschränkungen in Sachen Kompatibilität. Und der Preis beträgt üblicherweise 350 Euro
und wird in einer Stückzahl von 1000 Einheiten um 280 Euro verfügbar sein. Deal Nummer 6, das ist das Club Sport Steering Wheel Porsche 918 RSR. Das ist auch ein Produkt, das ich vor langer Zeit für euch bereits reviewed habe. Ich habe dieses in einem Wheel Roundup vorgestellt und mit anderen Lenkrädern verglichen. Auch dies war eins meiner ersten Reviews damals und ebenso ausbaufähig, bitte verzeiht. Aber man kann ja auf jeden Fall mal reingucken. Es handelt sich um ein hochwertig verarbeitetes Lenkrad, das früher einmal knapp 500 Euro gekostet hat und dann auf 400 Euro reduziert wurde. Im Black Friday Sale werden jetzt davon 1000 Einheiten um knapp 320 Euro angeboten. Und weiter geht's mit dem siebten Deal. Das ist das Club Sport Steering Wheel BMW GT2. Ein Lenkrad, das ihr aus vielen meiner Reviews kennt und zu meinen Lieblingslenkrädern gehört. Ihr findet dazu ältere Reviews, aber auch neuere Reviews von mir, wo ich das BMW Wheel mit Magnetic-Shiftern von Simracing Machines gemoddet habe. Der Preis wird von knapp 300 Euro auf 240 Euro gesenkt und es werden 1000 Einheiten davon beim Black Friday Sale angeboten. Der letzte Deal, das ist der Deal Nummer 8. Das ist das Club Sport Steering Wheel Formula Carbon. Das ist ein Wheel, welches technisch gesehen sehr ähnlich mit dem von mir kürzlich reviewten E-Sports Lenkrad ist. Ihr findet auch ein älteres Review von mir, wo ich die Non-Carbon-Variante damals mit dem McLaren GT3 Lenkrad verglichen habe. Das Club Sport Carbon Formula Wheel wird es statt um knapp 300 Euro um 240 Euro geben und ist mit einer Stückzahl von 1000 begrenzt. Kommen wir zum Fazit und zur Kaufempfehlung. Der diesjährige Black Friday bietet einiges für Neueinsteiger oder jene, die sich ein zweites Lenkrad gönnen wollen. Dass es keine neueren Produkte gibt, die dann auch rabattiert werden, überrascht mich persönlich nicht. Ich hatte bzw. habe alle dieser Black Friday Produkte in meinen Fingern und finde diese Preis-Leistungs-Gestaltung gut aufgestellt und die 20% Rabattierung fair. Mit den 20% Nachlass macht man damit in meinen Augen vieles richtig. Spannend zu beobachten sein wird, ob die Fanatec Website diesmal dem Ansturm standhalten wird. Weiters wird es interessant zu beobachten sein, ob die angebotenen Stückzahlen ausreichen, damit auch Leute die Deals ergattern können, die nicht minütlich am 27.11. am PC sitzen und andauernd auf die F5-Taste hämmern. Das soll's von meiner Seite nun mit dem diesjährigen Black Friday Deal 2020 von Fanatec gewesen sein. Lasst einen Kommentar hier, was ihr von diesen haltet. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und nun kommen wir zu einem spannenden Ausblick. Ich arbeite derzeit an einem SimuCube SC2 Pro Review und in weiterer Folge dem direkten Vergleich mit dem Fanatec Podium TD1. Dazu gibt es ein Asher Racing Wheel Review und ein Logitech G29 vs. G923 Review. Wird es auch in den nächsten Wochen hier bei Ron Reviewed geben. Und dann hoffentlich auch das eine oder andere Review zu Fanatecs neuen Produkten im Dezember bzw. Jänner, aber dazu kann ich euch noch nichts versprechen. Vielen Dank fürs Dabeisein, eure Spenden hier in meinem Kanal. Liebe Grüße von eurem Ron.